Okay, was erwartet uns jetzt? Okay, wie sehr. Hallo, Freunde der Sonne, willkommen zu einer neuen Folge Zuschauer-Rigs. Es ist mittlerweile so, dass ich sehr viele davon von euch da draußen in meinem Discord bekomme und ich mich sehr darüber freue, weil das sehr inspirierend ist für mich und denke ich auch für andere, was man alles so machen kann. Und wir hüpfen jetzt erstmal rein und gucken uns die nächste Folge an. Chat sagt auch Hallo hier oben. Ihr könnt auch hier an der Stelle wieder euer futuristisches Ich grüßen und dann euer Vergangenheits-Ich bei YouTube. Das ist richtig fancy. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei Genussspieler. Markus aus Spielberg. Oh, der wohnt direkt an der Quelle. Was hat er denn? Simrace, Simmagic, ganz viel, Häusingwelt, Buttkicker, Nanoleafs, Windsim, Laptimer. Puh, der hat ja wirklich alles verbaut. Aber auch hier sehr interessant. Die Sitzposition ist wirklich sehr weit zurückliegend. Ui, aber es ist ein schönes Zimmer. Klein, aber fein, würde ich sagen. Die Leute haben wirklich mittlerweile sehr viel bunte Lichter bei sich im Zimmer. Oh, hier ist auch Content Creator, so wie es aussieht, mit Kabelkanal und sowas alles. Wohnt unter dem Dach. Dach ist schräg. Okay. Also im Sommer gut warm. Genussspieler. Das sieht echt schnieke aus bei dir, Genussspieler. Das ist wirklich sehr schön, schön gebaut. Das ist echt hübsch. Ganz tolles Rig. Hat auch 4090 drin. Ja, moin. Was haben wir denn? McAfee. Oh, McAfee sieht so aus, als hätte er gerade gebaut. Oh, wow. McAfee hat sich einfach mal komplett Simmagic gegönnt. Der hat ja wirklich alles da. Haarschalter, sequenzieller Shifter, Buttkicker, da ist ja wirklich alles dran. Invertierte, holy moly, Junge. Oh, das ist richtig schön mit dem Verstecken. Das würde ich auch fühlen, bin ich ehrlich. Das ist richtig cool. Das behalte ich auch mal im Hinterkopf für mich für später. Oh, viel Simmagic und der Nomose R16. Okay, interessant. Das hier ist auch sehr interessant, dass da die... Das ist heute schon das zweite Mal, dass das da ist. Hier wird auch fleißig trainiert. Guter Mensch. Sport ist wichtig und richtig. Wird hier VR gefahren zufällig? Das ist halt echt krass, ne? Das sieht echt schön und aufgeräumt aus. Ist noch nicht verkabelt. Ich glaube, das ist so die Vorstufe für, was noch kommt. Buttkicker direkt unterm Sitz. Okay, mal gucken. Work in progress. Bin neu im Simracing und wollte mal was zusammenschrauben. Ich bin neu im Sim-Racing. Ich wollte mal was zusammenschrauben. Okay. Was haben wir denn hier? Wakeflyer. Ah, hier, guck, McAfee hat auch gleich noch ein Update geschickt. Oh, Flysim ist auch angesagt. Ich wollte mal was zusammenschrauben. Du hast schon ganz schön was zusammengeschraubt dann. Auch gleich Triple Screen und, ja, nee, doch, kann man machen. Was haben wir denn hier? Wakeflyer. Das ist auch echt schön. Ist super simpel gehalten. Ist noch Schreibtisch. Nimmt nicht so viel Platz weg. Ist geil. Schöne Moser Wheelbase. Wird wahrscheinlich R12 sein, nehme ich an. Mit dem KS Wheel zusammen. Geil. Schön simpel gehalten. Und erfüllt seinen Zweck. Sonnenbrille für Coolness. Auch vorhanden. McAfee. Hier ist der Edit dann quasi. Das ist dann das Endresultat sozusagen. Mag ja schon allein das hier, da bin ich persönlich sehr neidisch drauf. Finde ich schön und krass. Nice. Root. Was haben wir denn bei Root? Simocube, VHS, Hellraiser, Bassshaker. Hier ist eigentlich auch alles dran quasi. Was haben wir denn hier? Willkommen bei der PlayStation. Ah, hier ist beides quasi dran, ne? Das ist ein Ultra-White. Okay, jetzt wird's fancy. Krasses Zimmer. Sehr viel auch selbst gebaut, so wie es aussieht. Wow. Oh, LMU, nice. Schön noch einen kleinen Monitor oben drüber für die Standings und so. Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist aber dreckig. Malaga. Ist Mercedes Wheel dran. Das sieht echt schnieke aus. Oh, hier auch schöne Position vom Dash. Geil. Das sieht echt gut aus.
Also schön aufgeräumt, alles sau. Bär? Okay. Okay, das, also das als Spielzimmer. Wow. Wow. Das ist wirklich super schön gebaut. Und nein, das ist kein Weird Flex. Das ist wirklich einfach jemand, der was Schönes haben möchte. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ganz tolles Zimmer. Was ist denn das hier? Irgendeine Endstufe oder so? So wie das aussieht? Oh, alles schön aufgeräumt, alles ordentlich. Wow. Das ist wirklich, also Root, ganz, ganz schönes Zimmer. Wirklich, richtig schön gebaut. Was haben wir denn hier? Nicknack, kleines Update. Oh, Nicknack hat sich das neue GSI-Wheel geholt. Das würde ich auch gerne selber nochmal ausprobieren. Schönes Wheel. FPE V2. Sehr schönes Wheel. Nicknack nochmal geupdatet. Wen haben wir denn hier? Daniel Meyer. Simlab mit ein paar Modifikationen. Fanatec DD2 und Simtrax-Pedale. Warum haben wir so viele Leute bei uns, die im Keller unterwegs sind? Aber das sieht auch sehr schön aus. Kabel ist jetzt eher so semi-gut, aber ey, das ist ja nicht so wild. Oh, hier die Buttonbox schön unten runter. Das sieht wirklich schnieke aus. Schön die Wheelbase noch hinter dem Monitor. Schaftverlängerung scheint hier auch noch dran zu sein. Buttonbox sieht nach DIY aus. Und hier keine Endkappen drauf gewesen, eben beim Dingshalter. Was für ein Lümmel. Oh, hier ist auch irgendwas noch für Sport dran an der Decke. Das war wohl mal ein Sportraum. Geil. Den oberen Monitor einfach mal andersrum angebracht, okay. Aber schönes, schönes Setup, Daniel. Sieht schnieke aus. Ragnar, was haben wir denn bei Ragnar hier? Ui, schön. Ragnar auch simpel gehalten und schnieke. Auch alles schön aufgeräumt. Wisst ihr, die meisten Leute sagen immer, Gamer haben übelst die hässlichen Buden und das ist alles nicht aufgeräumt. Ne? Das trifft auf mich zu, aber jedes Mal, wenn ich mir das hier angucke, mein lieber Herr Gesangsverein, guck dir das mal an, was für ein schöner Raum. Sind da Frauen involviert oder habt ihr einfach irgendwann mal Magazine gelesen und rausgefunden, wie das geht? Ragnar auch wirklich schön. Also generell das ganze Zimmer ist sehr, sehr schnieke. Ragnar hier nochmal im Dunkeln, wie es aussieht beim Fahren. Nice. Okay, Fox, ein paar bessere Bilder. Das haben wir ja vorhin auch schon mal gesehen bei Fox, ne? Das war ja das DIY-Holzrig auch im Keller, ja. Das hatten wir in der Folge davor schon mal gesehen. Auch wirklich schön. Ist jetzt nicht, sag ich mal, mit dem DIY-Holz macht wirklich einen schmalen Eindruck. Sieht schön aus. Muss man einfach sagen. Steph. Was haben wir denn bei Steph? Steph fährt auf dem Fernseher in einem Playseat. Alright. Alte CSL noch. Auf dem Fernseher wird geballert. Alright. Ist auch geil. Okay. Steph hat umgebaut. Ganz, ganz kleiner, aber feiner Unterschied. Wirklich minimal. Minimaler Unterschied zu vorher. Minimaler Unterschied. Okay, Steph ist auch rein in die Materie. Von dem Playseat auf Triple Screen. Oho, was haben wir hier? Claudio. Das haut mich schon wieder, wenn ich die Bilder so sehe, haut mich das schon wieder komplett aus der Latschen. Simtek. Okay, das war hier scheinbar so ein Seat. Hier ist der Buttkicker noch. Okay. Und in welche Evolutionsstufe sind wir jetzt gegangen? In, wir machen mal ein bisschen wilder. Alright. Wurde irgendwann mal auf Alu-Rig gewechselt. Hier ist auch alles dran, so, ne? Flex sind dran, das Grid-Wheel. Simmagic P1000. Hier ist, glaube ich, Klimaanlage oder so am Stissel. Also, was manche Leute so in ihr Hobby reindonnern, ne? Das ist echt krass. Das sieht auch wirklich sehr schön aus, aufgeräumt, alles so, hat seinen Platz. Geil. Da
Das ist auch wirklich schnieke. Oh, sogar mit dem Häuschenweltschild hier. Das ist ein schönes Zimmer. Das ist wahrlich ein schönes Zimmer. Sag ich, wie es ist. Also von hier auf die letzte Stufe, krass, Claudio. Das ist schnieke geworden. Martin, Evil. Auch im Triple Screen unterwegs. Alright. Hier sind noch Flex dran. Wurden die selber gebaut? Das sieht so ein bisschen nach DIY aus. Das ist auch DIY. Ich glaube, er hat ein Gehäuse gemacht für LED-Panels. Okay. Hey, Federico, how you doing, man? I still need to add you. I didn't forget it, but I have very long days. Evil ist scheinbar DIY. Frontmount-Gehäuse für die Base. Ja, okay. Also die Base wird nochmal umgebaut. Aber das sieht auch sehr schön aus. Megabit, was haben wir denn hier? 7000, okay. VHS-Finale, Track. Boah, es ist auch schon wieder so ein aufgeräumtes Zimmer, ne? Warum habt ihr alle so richtig krasse, ordentliche Räume? Wir sind Gamer. Wow, guck dir das mal an hier. Wow. Schön das Usher-Wheel. Boah, ist richtig schnieke. Das ist so sauber und so aufgeräumt und so geleckt, ne? Moin, weil die Leute mit den Dreckszimmern das nicht ins Netz stellen. Nee, Joe, das hat damit nichts zu tun. Es geht einfach um dieses Design-Technische, weißt du? Ich habe hier übrigens den gelben Aufkleber gesehen. Wir müssen uns mal unterhalten, Megabit. Was soll das hier? Mach das ab. Wie sieht das denn aus, Junge? Der ganze Raum aufgeräumt, schön schnieke und dann lässt du da den Aufkleber drauf. Kilian ist ein Poker-Mensch und hat einen Keller. Aber Kilian haben wir doch letztens schon gesehen, oder? Oder, nee, jetzt hat er, glaube ich, umgebaut auf Triple. Letztens war es Ultra-Wide, glaube ich. Ah, ja. Ah, ich glaube, das ist das Upgrade jetzt. Okay, ja. Ich verstehe. Kilian war doch VR-Fahrer. Stimmt, der hat doch so ganz viel VR-Zeug gehabt, Kilian, wenn ich mich recht entsinne. Der ist jetzt wohl reingegangen und hat sich gesagt, gut, wir machen mal Triple Screen. Krass, schön, auch wieder im Keller. So, ein Setup geht noch. Was haben wir denn hier? Get me Rahmen. Okay, wir fangen im Schrank an. PC-Monitor-Equipment. Moment, was? Warte mal, das ist ein Schrank? Okay, was erwartet uns jetzt? Okay, wie sieht... Wow, okay, was wird das, wenn das... Oh, das ist mit Auszug... Oh, das ist halt richtig cool. Mit hier, mit dem Auszug drin. Guck mal, die Wheelbase sogar extra eng. Oh, das ist ja richtiger Fünfhead. Das gefällt mir. Guck mal hier mit der Tastatur und allem drum und dran. Ey, manche Leute sind einfach so gut in den Sachen, die sie da bauen, ne? Guck mal, das ist... Am Ende ist das alles verschwunden. Wie geil. Wisst ihr was? Ich guck mal in weiser Voraussicht in die Zukunft. Das hier wird irgendwann verschwinden und da steht ein Triple Screen. Da steht irgendwann Triple Screen Chat. Das ist richtig geil. Das ist, also, Get Me Rahmen. Sehr schöne Arbeit, wirklich. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolle Arbeit. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast und ich hoffe, du hast ein paar nette Impressionen gekriegt und dich inspirieren lassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das bei uns ins Discord reinfeuerst, damit wir uns das hier angucken können.
bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Dizzy guckt sich deine bzw. eure Rigs an. Bis später.